Die Spielhalse ist ein sehr komplexes Manöver. Hier müssen alle Handgriffe passen und wie Zahnräder ineinander greifen. Der Spieltrimmer sollte den Spiel vor allem vor dem Boot halten, während der Spielbaum die Seite wechselt. Das Großsegel wechselt mit dem Spielbaum zusammen die Seite. Und der Steuermann fährt dem Spinnaker hinterher.